der Dienstagabend auf Antenne Frankfurt. Einen schönen guten Abend hier im Business Magazin. Meisterfeier hier in Frankfurt. Ja, die Bundesliga hat zwar gerade jetzt erst begonnen, aber es wird schon wieder gefeiert. Denn der Football-Zweitligist Frankfurt Galaxy hat nämlich am Sonntag mit einem 20:17 Sieg gegen Ingolstadt Hughes die Meisterschaft schon mal nach Frankfurt geholt. Bei mir im Studio ist jetzt einer der Meister. Ja, ich heiße Jerome Barnes, ich bin 24 Jahre alt und spiele Cornerback bei der Frankfurt Galaxy. Seit 2008 bin ich in Frankfurt und habe seit da jeden Aufstieg eigentlich miterlebt. Von der Landesliga hin über die Oberliga zur Regionalliga und jetzt zur zweiten Bundesliga. Und da sind wir am Sonntag Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber eure Saison ist ja noch nicht vorbei. Also wir haben noch 3 Spiele. Das nächste ist in Kirchdorf und dann spielen wir noch gegen Darmstadt und nochmal gegen München. Und Ende September wird dann das erste Relegationsspiel stattfinden. Das wird dann auswärts sein. Und das nächste Relegationsheimspiel wird am 3. oder 4. Oktober sein. Und weißt du schon, gegen wen ihr spielen werdet? Momentan spielen 3 Teams um den Abstieg. Und das wären einmal die Rhein-Neckar Bandits aus Mannheim, die Franken Knights aus Rothenburg und die Marburg Mercenaries. Die stehen alle 3 mit 1 Sieg und 10 Niederlagen in der Tabelle. Und das Relegationsheimspiel, das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, oder? Das wird auf jeden Fall spannend werden am 3. oder 4. Oktober im Volksbankstadion, wenn wir da in der Relegation spielen. Und wir hoffen auf eine große Unterstützung der Fans, die uns auch schon am Sonntag sehr stark und lautstark unterstützt haben. Und ja, kommt vorbei. Die American Footballer von Frankfurt Galaxy sind in der German Football League 2 Süd Meister geworden. Im September geht's in die Relegation. Im Oktober ist das Rückspiel dann hier in Frankfurt. Da wird sich dann entscheiden, ob es die Galaxy in die erste Football-Bundesliga schafft. Antenne Frankfurt 95.1.